Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Total War, falsches Spiel, ganz, ganz falsch. Fangen wir nochmal von vorne an. Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Medieval 2 Total War Stainless Steel mit Ralf und Max, der wahrscheinlich größten Medieval 2 Modifikation, die es jemals gab und geben wird. Jetzt war's richtig, so. Sehr gut, herzlich willkommen zurück, Freunde. So, Constance braucht man noch und so einen alten Sack will ich nicht, deswegen schmeiße ich den mal raus. Beendet die Feindschaft. What? Seine Heiligkeit verlangt, dass ihr nicht länger das Blut eurer Mitchristen vergießt. Weil ansehen, mein Papst wird nicht mehr so gut sein, wie es einst war. Ja gut, ganz ehrlich. Well, I guess fuck you. I guess fuck you. Oh, okay. I guess fuck you not. Aber dann können wir mal probieren, was es mit dem Anti-Pope auf sich hat, den ich hier aufstellen kann. So, diplomatische Informationen. Die folgenden Seiten befinden sich nur miteinander im Krieg. Wie Anti-Pope? Ja, man kann, wenn man als Frankreich oder Heiliges Römisches Reich exkommuniziert wird, kann man einen Anti-Pope aufstellen. Wie geil. Ja. Ja, dann auf geht's. Ja, natürlich. So. Ja, ich bin dabei. Ja, schön für dich. So, die schicke ich mal wieder zurück nach Angers zur Fortbildung. Ja, da hast du die falschen mitgeschickt. Hättest halt lieber die, die angekratzt sind, mitgenommen. Die werden ja fortgebildet. Achso, okay. Na gut. Das ist ein Argument. Okay, das finde ich jetzt aber ein bisschen assi, dass ich den Engländer nicht angreifen kann. Schau mal, ob du wenigstens Paris jetzt einnehmen kannst. Schick die noch mit rein. Dann müsste es eigentlich locker gehen. Na, ich meine, ob du es überhaupt darfst, ohne exkommuniziert zu werden. Ja, das belagere ich ja schon. Treten dem Feind entgegen. Hauptmann Philibert. Na, dann schauen wir mal. Dürfte aber eigentlich... Ja, dürfte eigentlich ganz eindeutig ein Sieg werden. Ich meinte jetzt eigentlich eher auch Echtzeitschlacht. Ach so. Also. Aber... Echtzeitschlacht! Das ist so schlacht. Saint-Denis, steh uns bei! Naja, der Sankt Dennis, ne? Naja. Hey, ich würde solche knappen Schlachten sowieso nie automatisch machen. Selbst wenn du es gewinnst, hast du in der so viele Verluste, dass es sich einfach nicht lohnt, finde ich. Das sieht doch eigentlich gut aus. Ja, das ist eigentlich in deinem Interesse, wenn du nicht so gut von den Bogenschützen getroffen wirst, weil deine sind dort eh nutzlos. Das sind Zwangsbogenschützen, das sind auch bei gutem Wetter nutzlos. So. Ja, wobei die Armbrustschützen, die wären vielleicht nicht schlecht. Stimmt, ich habe eigentlich ziemlich viele Fernkampftruppen. Eigentlich keine besonders gute Armee für eine Belagerungsschlacht, wenn man sich so mal Gedanken drüber macht. Tja, mangels anderer Armeen. Ja, klar. So. So, jetzt kriegt jeder was in die Hand. Ist doch schön. Ja, passt. Freuen sich die Leute. So. Sich dann da anlegen und ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Eigentlich werde ich diese Schlacht. Ach, Quatsch. Oh, was ist denn das? Ha? Ach, warum ist zerstört es? Warum ist Notre Dame außerhalb von Paris? Ich glaube, ich will ihn mal hier platzieren. So, Schlacht starten. In Rampposition. Ja. So, ich bitte euch, die hier die Fürth-Speerträger. Was ist denn das überhaupt? Das ist doch irgendwie Stadtmiliz, oder? Ich hoffe mal für dich. Also sie sehen nicht besonders stark aus. Ja, das stimmt. Hallo? Ich befahl euch anzugreifen. Geh vielleicht mal näher hin. Ach Gott. Das ist ein Scheißspiel. Okay, da hier oben nur Bogenschützen stehen, würde ich mal sagen, meine Speerträger haben leichte Arbeit. Ja. Kann an jede Mauer nur einer. Da steht schon wieder Fjord Speerträger. Scheiß auf sie. Angriff! Jetzt in Position.
Mauern haben Tapferkeit und Waffengewalt nichts entgegenzusetzen. Haladak! Hieß die Oriflamme! Ja, ich würde halt mal versuchen, so ein bisschen die Kavallerie seitlich zu schicken und dann reinreiten zu lassen. Die Leitern sind jetzt in Position. Ja, viel von Mauern unseren Leuten haben im Weg. Tapferkeit und Waffengewalt nichts entgegenzusetzen. Okay, sie haben ihre ganzen Fürcht-Speerträger rausgeschickt zum Sterben. Ja, außer denen da hinten. Außer denen da hinten. Bogenschützen könntest du vielleicht mal in die Fürth-Speerträger reinfeuern lassen, zumindest die, die dort links davon stehen. Ja, ich meine die, die hier vor dem Tor stehen. Nee, mit denen habe ich was anderes vor. Okay. Außerdem fliehen die eh schon. Ja. Das ist natürlich leicht bitter. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Grâce à Dieu. Boah, dein eines Bataillon nimmt gerade ordentlich Schaden. Naja. Was heißt, naja, da sind schon 30 Mann gestorben. Ja, was gut. Stehen da auf den Mauern? Das sind eigentlich Zwangsbogenschützen, oder? Ja, aber meine Leute kommen wieder nicht rauf. Es ist wieder dieser scheiß Bug, der mich richtig macht, oder? Jetzt kommen sie alle auf einmal. Naja, ist ja gut. Jawohl. Crunch. Alter. Nehmen aber schon ordentlich Schaden eigentlich. Hier hinten sind noch ein paar Truppen. Ah, Kavallerie! Zurück! Ja, klingt nach einem guten Plan. So, wie sieht es mit diesen Fürcht-Speerträgern hier hinten aus? Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Die laufen in die Kavallerie rein. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ja, sehr gut. Der Sieg los, Kavallerie! Charge! Leicht bitter, was die da gerade abziehen. Ich will euch aufstellen, verdammt nochmal. So, immerhin Gebäude eingenommen. Tja, das kommt halt davon, wenn man keinen ordentlichen General in der Armee hat. Dann wird man gefickt. Oh, Attacke. Oh, hier ist schon noch ein ganz schöner Moshpit, aber... Ja gut, ein Moshpit mit Leuten, die fliehen. Jetzt mal hier die außen rumschicken und sie dann von hinten reinreiten lassen. Alter, was für ein Schneegestöber, hey. Ja, geht schon ordentlich ab. Ihr klettert jetzt aber nicht über die Leitern hoch, oder? Aber hallo, klettern sie über die Leitern hoch. Ja, sie stellen sich einfach dahin und machen nichts mehr, obwohl ich sie eigentlich da reingeschickt habe. Ja, sie haben Angst vor dem Schnee. Grâce à Dieu, unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen. Jetzt werden seine Truppe der Mut verlieren. So, Hauptmann Philibert. Also ich würde mal sagen, klare Niederlage für uns, ne? Also, ja. Ja gut, dass die automatischen Schlachten im Normalfall schlechter ausfallen als eine Echtzeitschlacht, das wissen wir ja mittlerweile. Was ich aber schon ziemlich bitter finde, weil das hier jetzt eigentlich relativ eindeutig für uns ist. Ja gut. Okay, wir machen die Durchlauftaktik. Das berittene Serganten, boah, die können wir da reinchargen lassen. Sein, dass die gerade vor den Toren stehen. Ich weiß gerade auch nicht, was sie... Ich sehe vor allem nichts, weil sich die Sichtverhältnisse nochmal extrem verschlechtert haben. Ja. Ah. Da ist zumindest der General... Okay, sie bauen echt Scheiße. Gut, dann muss es der General halt eben reißen. Aber mit dem werde ich sie... Ja, nichts frontal in die Fürth-Speerträger rein. Hallo? Was machen die da? Das ist eine wirklich gute Frage.
Ich hab doch hier hingeklickt. Dein General ist im Kampf. Ja, was ich ihm überhaupt nicht befohlen habe. Ja, du hast ihm befohlen, da durchzulaufen zu den anderen. Greift jetzt die mal bitte an. Also ich habe so das Gefühl, dass die Wegfindung bei diesem Mod ganz schön verkackt wurde. Wo hättest du ihn da jetzt gerade durch? Nein, ich meine jetzt allgemein. Ich habe jetzt bei dem Mod schon öfter gemerkt, dass die Einheiten die Wegfindung überhaupt nicht beherrschen, dass sie dann vollkommen irgendwo außen rum reiten. Ja gut, aber es war in Medieval einfach auch schon so. Nee, überhaupt nicht. Im Medieval war es ja eben nicht so. Das ist ja so ein Wunder. Also in der Stadt war das immer schon so scheiße. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Jetzt haben sie es gefunden. Solltest du sie vielleicht trotzdem rausschicken, weil sie gerade im anhaltenden Nahkampf gegen Speerträger sind? Ich hinterfrage nichts mehr. Ja, könntet ihr euch, ich habe euch mal rausgeschickt, könntet ihr mal bitte? Hattest du? Hatte ich, ja. Aber wenn sie sich lieber umbringen lassen, soll sie es machen. Ich brauche meinen General ja nicht. Ja, wird überbewertet eben. Ich sehe ihn nicht, ja doch, da ist er. Sieht aber, er sieht selber auch ganz fresh aus. Ja, ein bisschen gut verschmiert ist er schon. Meine ich. Nein, ich meine, Flecken hat er gehabt. Schauen wir nochmal. Nö, er hat nicht mal einen Flecken. Hey, das ist doch nicht. Doch, das ist der General hier. Ich dachte, der... Nö, okay. Ja gut, ja, Moment, mein General wird doch nicht der Flaggenträger sein, oder? Nee, er ist der General. Okay. Ihm wurden die Augen ausgestochen. Er ist jetzt blind. Aber er kann doch kämpfen. Ja. So, und wenn die in Kampf verstrickt sind, dann kannst du vielleicht die Serganten nochmal reinreiten lassen. Was werde ich jetzt? Aber meine Leute kommen hier nur dröppchenweise und ich kann das nicht ändern, weil wenn ich wieder die Durchlauftaktik mache, dann laufen sie wieder sonst wo rum. Ja. Die sind auch schon müde, die sind erschöpft. Scheiße, ey. Das sind keine guten Kampfbedingungen hier in der Piazza. Das könnte die Schlacht doch noch gegen uns drehen. Ja. Super Charge. Das war mal sauber verkackt. Naja, sie geben sich Mühe. Tja. Okay, Bogenschützen anrücken. Vor allem, was ist das? Was soll das? Man weiß es nicht. Es ist so dämlich, während ein Bataillon vorne steht und pausenlos Leute verliert, hängt der Rest an dem Gebäude fest. Könnten viel mehr Leute kämpfen. Der Feind könnte schon längst besiegt sein. So, jetzt überschwemme ich ihn einfach mit meiner puren Masse. Und die haben sich jetzt so aufgestellt, dass sie gegen einen weiteren Kavallerieangriff immun sind. So, wie sieht's jetzt aus? Meine Leute machen diese Fürth-Speerträger sogar noch erschöpft fertig. Unsere Männer gewinnen. Ja, gut, die sind ja auch erschöpft wahrscheinlich, oder? Wir so weitermachen. Ja, sieht man nicht, sie schwanken nur. Okay, ich glaube, meine Bogenschützen lasse ich gar nicht mehr feuern. Das hat ja meins gar nichts gebracht.
schuld. Ja, ich bin surprised. Jetzt solltest du sie aber wieder rausschicken. Was? Ich will, dass sie abgeschlachtet werden, sie haben es sich anders verdient. Senor, unsere Männer haben das Kommando über die Stadt. So, ich würde mal sagen, damit hat der Engländer eine empfindliche Niederlage erlitten. Boah. Die gesamte Christenheit definitiv wird den nicht, Sieg, den wir heute errungen haben, bewundern. Sehr schön. So zahlreich waren die Truppen des polnischen Königs, dass sich keine Worte finden. So, ich glaube, jetzt werde ich exkommuniziert. Sieg im Namen meines Herrn! Der Sieg haut der Papst Frieden vielleicht wieder mit seinem Kruzifixstab auf eine deiner Städte ein. Ist gar nichts passiert. Ja. Nothing happened. Oh, jetzt kann ich auch das wieder angreifen, ohne exkommuniziert zu werden. Sehr schön. Ha, Ladake, so einfach kann es sein. Ha, die Dornenkrone. Sehr geil. Ach ja, ich krieg nochmal einen Rundenbericht auch schön. So, Paris ist wieder mein. Oh, ich kann es ausbauen. Das werde ich tun. Zusätzliche Mauerverteidigung schaden nie. Das mache ich erstmal. Ha. The Warren Chaplet of Torn Branches won by Jesus before his crucifixion. Nee, crucifixion. And the soldiers planted a crown of thorns to put it on his head and said, Hail King of the Jews. Bereit. Wer wünscht, mon roi? So. Sie schön. Ja, jetzt haben wir wieder geholt, was rechtmäßig unser ist. Und jetzt holen wir, was auch rechtmäßig unser ist. In der nächsten Runde dann. In der nächsten Runde dann. So. Und auf Gefahr hin, dass der Papst uns exkommuniziert. Da kann man nichts machen. Zumindest mich. Ja, dich. Du bist ja... Mich exkommuniziert er dann auch. Aus Prinzip. Oh! Naja, du bist da am höchsten angesehen in seiner Gunst. Aber ich frage mich, warum er zu mir sagt, hör auf mit den Feindseligkeiten, wenn England mich überfällt. Ja, das ist echt ein bisschen bitter. Es war aber schon im Hauptspiel immer ziemlich für den Arsch, also... Was? England hat Paris eingenommen? Sagen wir den Franzosen, dass sie mit diesen Kinkerlitzchen aufhören sollen. Eben, warum sollten sie ihre Hauptstadt zurück wollen? Du blöde Pussy, lass dich gefälligst vom Engländer angreifen. Ja, das komme ich mir ja gerade echt vor. Also ich finde das fair. Ja, ich bin jetzt meine Runde. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Ja, du hast deine Maus ausgeschalten. Ja, ist richtig. Schnell. Deswegen passiert nichts. Ich bin ja ohnehin echt gespannt, ob es jetzt Amerika wirklich nicht gibt. Weil es stand nämlich extra, ich habe mir die Mod-Beschreibung nochmal durchgelesen, es stand drin, dass die Azteken stärker gemacht wurden. Mhm. Und wofür sollten sie das gemacht werden, wenn es Amerika nicht gibt? Ah! Das wäre durchaus ein bisschen unlogischer. Ich glaube, uns steht eine Schlacht bevor, edler Freund. Ja, gegen Ödborel. Fleury the Bastard. Ja, Fleury the Bastard ist eh bester. Für Frankreich, mes amis, für den Ruhm! Ja, aber die Schlacht, würde ich sagen, verschieben wir auf den nächsten Part wieder, oder? Echt, haben wir schon wieder. Ich meine, wir sind schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Ja, Hammer. Ja, Freunde, dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Video mit dabei seid, wenn es wieder heißt, Let's Play Together Medieval 2 Total War Stainless Steel, und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge, Freunde.